Sie sind die Zukunft. Eifrig und mit viel Spaß verschönern diese Kinder einen Schulhof. Doch was sie malen, spiegelt den Schrecken des Krieges wider. Dieser Schulhof und die dazugehörende Schule in Kriverich sind für die Kleinen und ihre Eltern gerade das Zuhause. Ihr eigentliches Zuhause haben sie verloren. Die meisten stammen aus Cherson und der Region dort, einige aus der Region Saporischschja. Es gab eine zweite Welle an Flüchtlingen, einfach weil die Kämpfe dort noch einmal an Intensität zugenommen haben. Es sind auch viele Alte und körperlich Eingeschränkte dabei. Doch die Unterkunft hier ist für all diese Menschen auch wieder nur vorübergehend. Denn wenn das Schuljahr im September beginnt, sollen die Kinder der Ukraine nach Möglichkeit auch in den Schulen unterrichtet werden. Nur wohin dann mit den Binnenflüchtlingen, die dort Unterschlupf gefunden haben? Ein Dilemma auch für den Militärgouverneur der Region, hier die Flüchtlinge, dort die Kinder, die beschult werden müssen. Wir werden später, vor September, entscheiden, ob wir die Kinder tatsächlich in Präsenzunterricht schicken können oder nicht. Das hängt auch von der militärischen Lage ab. Dass mehr als 70.000 Binnenflüchtlinge in Kriverich Zuflucht gesucht und gefunden haben, stellt die Industriestadt vor enorme zusätzliche Herausforderungen. Denn die großen Arbeitgeber, wie die stahlverarbeitende Industrie, produzieren gerade gar nicht mehr oder nur mit gedrosselter Kapazität. Und dennoch müht man sich, so gut wie möglich zu helfen. Wir versorgen sie mit aller Hilfe, die wir zur Verfügung haben. Sie bekommen 3 Mahlzeiten am Tag. Es ist wichtig, dass diese Menschen sich nicht verlassen fühlen. Wir wollen, dass sie fühlen, dass die Ukrainer sich umeinander kümmern. Doch dem Wollen steht das Können gegenüber und so bleibt die Frage offen, wo diese Menschen ab September nach Schulanfang Zuflucht finden. Viele aber von denen, die hier sind, wollen eh so schnell wie möglich heim, hoffen auf die Rückeroberung der eigenen Ortschaft, damit für die nächste Generation die Flüchtlingserfahrung so kurz wie möglich ist und das Aufwachsen im eigenen Zuhause weitergehen kann.